Eine LED-Ansteuerung ist heute das Thema, so wie ich es Marcel versprochen habe. Die bekommt er jetzt zugeschickt für seine Pilzlampenstiele. Sein Problem war, um es nochmal kurz zu erläutern, dass er Pilzlampen baut, die mit LEDs betrieben werden. Und so 8 Wochen halten bei ihm die Dinger schon durch, wenn er die mit dem berechneten Vorwiderstand an einem Netzteil betreibt, aber nach 8 Wochen werden die immer dunkler und dunkler und brennen dann irgendwann durch. Und das Problem kennen bestimmt viele, auch die, die sich da irgendwelche Crow-Lampen kaufen. Ein Jahr lang geht es ganz gut, aber dann ja, fangen die an mit Flackern und fallen nach und nach aus. Um dem vorzubeugen, kann man sich selbst einen LED-Treiber basteln. Und zufälligerweise funktioniert die REMF-Ansteuerung auch super als LED-Treiber. Der Aufbau bleibt fast dasselbe wie beim normalen. Ein Transistorhammer. Diesmal haben wir nur 2 Dioden. Die Freilaufdiode über dem Eingang habe ich mir erspart. Dafür ist ein kleiner Kondensator an den Eingang hingekommen. Den müsst ihr aber auch nicht unbedingt dran machen. Auch ohne Kondensator geht es. Und dann halt einen Ferritring braucht man. Und ein Potentiometer. Und das war's dann schon. Und ein bisschen Draht. Na? Also hierfür ist jetzt 0,10er Draht und 0,06er verwandt worden. Das ist übelst dünnes Zeug, aber ja, wir wollen ja auch nicht voll die Ampere drüber laufen lassen, sondern nur da ein bisschen hin und her schwingen. Mehr wollen wir ja damit nicht. Und solchen Draht findet man in PC-Lüftern meistens. Ja, meistens haben die schon von Haus aus 2 verschiedene Drahtstärken draufgewickelt, ein kleiner, ein etwas dünnerer und ein etwas dickerer. Genau das, was wir hier für ein REMF brauchen. Und in dem Querschnitt, was diese normalen PC-Lüftermotoren da an Statorbewicklung haben, reicht es einwandfrei aus, um LEDs bis so 300 mA, 400 mA betreiben zu können. Ja, also brauchen wir hierfür eigentlich nur einen Ferritring, eine Diode, nee, 2 Dioden. Ein Potentiometer und einen Transistor. Hier ist jetzt ein 2N2219 eingesetzt worden. Das ist so einer hier. Der schaut so aus. Original. Und ich mache es bei mir immer so, falls ihr den anklemmen wollt nach alter Transistormanier. Wenn der hier nach rechts zeigt, hier unten der Nups und der große, der mit dem Gehäuse verbunden ist, in der Mitte ist, dann ist der rechts davon, ne, der hier, wo der Kondensator angeschlossen wird, und der kleine links davon ist da, wo der Trigger angeschlossen wird und das Potty. Ansonsten ist das genau dasselbe. Ich glaube, die gehen bis 60 Volt und 500 oder 600 mA. Trotzdem habe ich hier mal bis 300 mA die Begrenzung hingeschrieben. Ja, und da hier ein Potentiometer dran ist, ist das Tolle, dass man die auch dimmen kann. Ihr seht es schon, bei dem Aufbau hier habe ich 3 Lithiumzellen genommen. Die sind jetzt bei 11,5 Volt noch, also ziemlich leer. Und ich habe 3 LEDs eingebaut. Da braucht so eine gelbe LED, braucht ungefähr 3 Volt an Spannung. Eine weiße auch so ungefähr bei 3 Volt. Und eine UV-LED habe ich noch mit eingebaut. Die brauchen ungefähr 4 Volt. Also vertragen maximal 4 Volt. Das sind die Spannungen, die sie maximal vertragen, die ich hier so hingeschrieben habe. Geht bei Infrarot los, die gehen mit 2 Volt, rote LEDs mit 2,6 Volt, gelbe und weiße mit 3 Volt, grüne 3,2 Volt, blaue mit 3,5 Volt oder 3,6 Volt, je nachdem, und Ultraviolett ist so bei 4 Volt oder sogar 4,2 Volt oder noch höher angesiedelt. Ja, wenn er da ein paar in Reihe schaltet, müsst ihr die Spannungen beachten, weil dementsprechend könnt ihr ja dann euer Netzteil raussuchen. Weil der REMF-Charger, der sollte so betrieben werden, dass er mit ungefähr maximal, ich habe jetzt immer hingeschrieben, 1 Volt über der LED-Spannung sollte das maximal liegen. Also wenn unsere LEDs hier jetzt 10 Volt vertragen, sollte die Eingangsspannung ungefähr maximal bei 11 Volt liegen. Jetzt bin ich hier bei 11,5 Volt und es geht trotzdem ganz passabel. Trotzdem muss man hier aufpassen, also wenn man hier mehr als 3, 4 Volt in der Spannung höher geht, habe ich es schon erlebt, dass am Anfang die REMF-Charger-Schaltung einwandfrei funktioniert. Die Ampere gezogen werden, was es ziehen soll. Und
nach einer Zeit, so nach 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, hat sich die Schaltung immer voller und voller und voller gefressen und hat irgendwann die komplette Eingangsspannung auf dem Output draufgehauen und dementsprechend sind dann auch die Ampere geflossen. Sowas kann dann durchaus in sowas hier enden. Da habe ich einfach nur mal für ein paar mehr LEDs ein Netzteil gebraucht und hatte keine Zeit, um das richtig auszumessen. Habe so Pi mal Daumen nach Bauchgefühl das einfach so zusammengesteckt. Habe am Anfang mir die Ampere angeguckt, bin meiner Weggange und wo ich wiederkam, sah es dann so aus. Es ist halt, wenn man unter Zeitdruck irgendwas machen muss, ist immer gar nicht gut. Also sich hierfür auf alle Fälle genug Zeit nehmen, die Schaltung beobachten, wenn man sie gebaut hat. Wenn man mit der Spannung mehr als 1 Volt über der LED-Nennspannung liegen sollte. Ansonsten kann man sich da eigentlich sehr sicher sein, wenn man maximal nur mit 1 Volt drüber geht, dass die LEDs mit der Schaltung dann immer genau das ziehen, was sie maximal ziehen können. Die LEDs sind mir 20 mA angegeben, was sie maximal ziehen können, und unser Messgerät sagt uns, dass sie ja, so zwischen 18 und 20 so ein bisschen hin und her schwingen. Ja. Sie ist jetzt auch voll aufgedreht, die Schaltung. Und wenn man am Potti dann ein bisschen dreht, kann man sie dimmen. Dann stimmen sie erstmal voll runter. Ich habe ja ein 30 Kilo-Ohm Potentiometer drin. Und sie sind trotzdem noch schön da und ziehen jetzt nur noch so 8 mA, 7 mA um die Dreh rum. Ja, genau dasselbe geht auch mit LEDs, die maximal 300 mA vertragen. Das sind jetzt zwei Warmweise und eine 420 Nanometer fast schon UV Cree-LED. In der Mitte, die UV sieht man jetzt hier nicht so richtig gut. Die sieht aus wie weißes Licht hier durch die Kamera. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht beirren. Die hängt jetzt genauso an der Schaltung dran wie vorher. Die anderen, die nur 20 mA gezogen haben, an genau derselben Quelle. Und machen schon richtig schön ordentliches Licht. Obwohl wir hier bei vielleicht 10 mA vielleicht sind, wenn es hochkommt. Ja, aber die kann man dann auch noch höher stellen, sozusagen, auf Maximalstellung. Wollen wir mal machen. So, sind sie volle Kanne da. Mal ein bisschen. Zurückgehen. Nee, machen wir mal volle Kanne. Lass mal so mal volle Kanne leuchten. So, jetzt sind sie, würde ich sagen, schon an der maximalen Leuchtkraft dran, was sie maximal haben können. Aber zieht hier nur 150 mA. Ja. Ganz so hell, wie wenn sie maximal angesteuert werden mit 300 mA mit einem anderen Netzteil, sind sie nicht. Ja. Die sind jetzt vielleicht so 10% dunkler. Dafür ziehen sie um 40-50% weniger Energie und werden lauwarm werden sie jetzt. Ne? Die betreibe ich jetzt mit voller Stärke sozusagen. Richtig schön. Also mit 90% Stärke vom Licht her und ich kann hinten drauf greifen, ohne dass was passiert. Ne? Das ist natürlich für die Haltbarkeit enorm wichtig. Ne? Wo nichts heiß wird, da nichts kaputt geht. Ja. Hier nochmal im Überblick, dann noch den hier nochmal im Überblick, nochmal ein bisschen schön ausgeleuchtet. Da ist das hier echt besseres Licht. Ne? Gut, also denn wünsche ich euch frohes Lampenbasteln. Ja, ich habe mir das jetzt angewöhnt, solche RMF-Charger-Schaltungen auch hinter ganz normale LED-Treiber zu packen. Das ist einer, der 320 Volt rausbringt, habe ich jedenfalls gemessen, in der Leerlaufspannung. Ja, und da hängen jetzt, ich weiß nicht, wie viele LEDs sind dran, aber jedenfalls vom LED-Treiber in den RMF-Charger und vom RMF-Charger dann
auf die LEDs und das Pedal leuchtet schon ungefähr ein Jahr ohne Probleme, ohne aktive Kühlung. Ne? Hier muss ich keinen Lüfter laufen lassen, zwangsläufig, lass trotzdem klein laufen, dass ein bisschen Luftzirkulation da ist, aber die werden handlauwarm, also da ist nichts mehr, dass sie heiß werden und haben trotzdem mehr als ausreichende Leuchtstärke dafür. Ja, also wenn ihr LEDs lange betreiben wollt, habe ich momentan das für euch als Lösung. Ja, kann ich bei mir bestätigen, dass es gut funktioniert. Und ja, wenn ihr mittesten wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Bei mir funzt. Ja, noch schnell am Ende, gucke her. In den 5 Minuten, wo wir gequatscht haben, sind wir die Milliampere auf fast 200 Milliampere raufgegangen. Ne? Wie gesagt, die Schaltung frisst sich voll. Wenn ihr mehr als ein Volt über der LED Maximalspannung seid, also beobachtet es dann mal eine Zeit lang, bis 300 mA kann ich hier noch gehen. Da habe ich noch Spielraum, das geht noch, aber das ist das, was ich gemeint habe. Die Schaltung frisst sich mit der Zeit voll.